Warum gibst du 60 Euro dafür aus, dass du 60 Euro PSN-Guthaben hast? Geh einfach auf ineba.com. Schau dir an, welche PSN-Karte du haben willst. Schau dir an, welches Spiel du haben möchtest. Für eine 50 Euro PSN-Karte zahlst du über 12 Euro weniger mit dem Code Chappy. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Wir sind jetzt am Sonntag. Das heißt, wir haben Call of Duty Black Ops Cold War jetzt den zweiten vollen Tag, kann man eigentlich sagen. Letzten Endes, die meisten haben ja schon ab 0 Uhr nachts, als es wirklich dann für alle online war, losgezockt. Und es gibt dieses Jahr mit Sicherheit sehr, sehr viel zu besprechen. Und eins der wichtigsten Sachen, und da habe ich in der Beta schon ein Video gemacht und ich konnte nicht rausfinden, warum, war, dass ich das Gefühl habe, dass irgendwie da irgendwas mit meiner Empfindlichkeit nicht richtig funktioniert. Oder mit meinem Aim Assist. Und ich habe gestern, ich glaube, 6 Stunden gespielt. Vorgestern mit Luki 5, 6 Stunden. Ich bin jetzt bei irgendwie 14 oder 15 Spielstunden. Das heißt, ich habe einiges ausprobiert. Und ich konnte nicht herausfinden, warum ich das Gefühl habe, dass mein Aim Assist völlig gaga ist. Teilweise hatte ich das Gefühl, ich habe keinen. Dann habe ich das Gefühl, dass er viel zu stark ist. Und insgesamt hatte ich einfach das Gefühl, mein Aim funktioniert in diesem Spiel seit der Beta oder seit der Alpha eigentlich schon überhaupt nicht. Und ich konnte es nicht herausfinden und habe mit jemandem, mit dem ich mich sehr gut verstehe, nämlich Exclusive Ace, einer der für mich immer noch besten YouTuber in den USA, beziehungsweise ist er ja Kanadier, einer der besten YouTuber wirklich auf der Welt, wenn es darum geht, hinter die Kulissen zu schauen, was sind die Stats, was stimmt eigentlich, was passiert hier, wie kann ich etwas testen, technisch analysieren. Und ich habe gestern Abend so lange mit ihm geschrieben, oder gestern Nachmittag eher noch, meine Zeit, bei ihm war es spät abends. Und wir haben gemeinsam rausgefunden, was mit dem Aim Assist nicht funktioniert. Und das ist wirklich aktuell, Leute, das größte Problem, was wir haben. Denn ich habe so viele Leute in meinen Kommentaren gesehen. Und Ace hat ja gestern Abend schon ein Video darüber gemacht und hat das Gleiche festgestellt, dass ganz viele Leute das Spiel schon verlassen haben, weil es sich so scheiße in dem Moment anfühlt, wenn euer Aim nicht richtig funktioniert. Und wir haben rausgefunden, warum. Erstmal werde ich euch aber erklären, was ist der Aim Assist hier eigentlich und welche Arten gibt es davon. Das sollte man vorher nämlich verstehen. Die erste Art von Aim Assist, die wir hier haben, und Aim Assist haben wir in jedem Call of Duty bisher gehabt, mit der einfachen Begründung, mit einem Controller muss man eben mit einer kleineren Fläche, also hier, wir haben hier auf den Thumbsticks eine kleinere Fläche, müsst ihr natürlich oder könnt ihr nicht so genau sein wie mit einer ganzen Maus, wo ihr mit einer Handbewegung oder einer Bewegung von eurem Handgelenk euch 360 Grad drehen könnt. Mit einer Maus seid ihr viel, viel genauer als mit einem Controller. Deshalb haben PC-Spieler keinen Aim Assist, dafür eben die PS4, PS5, Xbox-Spieler, weil sie auf den Controllern spielen und da ein bisschen Hilfe sozusagen brauchen. Der Aim Assist sorgt nicht dafür, dass ihr automatisch auf den Gegner snappt und schießen könnt, aber er hilft euch. Und der einfachste und die erste Variante von Aim Assist, die wir haben, ist ganz normal ADS Slowdown. Und die erste und einfachste Variante, die wir für Aim Assist haben, ist ganz normal, dass unser Visier, wenn wir über einen Gegner gehen, wenn der steht, dass es sich bei uns verlangsamt. So, dass diese Bubble müsst ihr euch wirklich wie eine Blase um den Charakter, um die Hitpoints vorstellen, so, dass unser Aim, wenn wir drauf sind, uns ein bisschen dabei unterstützt, drauf zu bleiben. Das ist die erste Variante und in den Tests hat Exclusive Ace rausgefunden, ich habe es auch getestet, im privaten Game, funktioniert ganz normal. Man geht auf den Gegner, es wird langsamer, man geht wieder weiter, es geht wieder schneller mit dem Aim. Dann gibt es die zweite Variante von Aim Assist, das ist Rotational Aim Assist. Das ähnliche Variante, wir laufen von Seite zu Seite und merken irgendwann, wenn wir bei dem Gegner sind, okay, hier ist die Hit Detection, hier hört es jetzt auf, mit dem gleichen Speed zur Seite zu gehen. Wir bleiben relativ zentral auf dem Gegner. Ihr seht auch ein bisschen, das zeige ich euch hier, Ace hat mir erlaubt, das mitzunutzen. Ihr müsst auf jeden Fall, wenn ihr noch nicht gehabt, da mal ein Abo dalassen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Ihr müsst dann einmal drauf gucken, dass euer Charakter sich sogar ein bisschen so zum Gegner hindreht. Das sorgt dafür, dass eben euer Visier und das Center davon relativ da bleibt.
Ihr kriegt diesen Aim Assist auf eine Reichweite von 63 Metern in dem Game. Das ist sehr, sehr viel. Das ist unter anderem auch der Grund, warum ihr manchmal das Gefühl habt, wenn ein Gegner hinter die Wand geht und der vielleicht schon ein bisschen weiter weg ist als vorher, dass euer Aim Assist immer noch hinterher geht, auch wenn ihr ihn gar nicht mehr seht, weil die Entfernung in diesem Game so hoch ist. Und dann gibt es die dritte Option. Der Gegner läuft nach rechts oder links, ihr geht mit dem Aim Assist, wenn ihr euch dahin bewegt, mit nach rechts oder mit nach links. Und was ihr jetzt so ein bisschen im Video sehen könnt, ist, dass hier der große Fehler ist, der so sehr dafür sorgt, dass der Aim Assist bei so vielen Leuten, von euch, von mir, dass es nicht richtig funktioniert. Wenn er, in dem Fall ist es so, dass der Stick ganz normal mit der gleichen Geschwindigkeit nach rechts gezogen wird, aber ihr merkt, sobald der Gegner dorthin kommt, hört der Aim Assist auf, er geht nicht mehr mit nach rechts, so wie er das machen sollte und wird langsamer, sondern stoppt vor dieser Bubble, vor dem Charakter. Das heißt, euer Aim, eure Finger, eure Hände sagen, mein Aim muss nach rechts gehen, weil der Gegner dahin geht. Der Aim Assist ist aber schlecht programmiert, es ist ein großer Fehler. Er geht also nicht mit euch nach rechts, sondern er hört vor der Bubble, vor dem Charakter auf. Das heißt, er sagt in dem Moment, wo ihr nach rechts gehen wollt, Moment, ich gehe nach links ein kleines Stück. Und das ist das große Problem, was wir haben, warum so viele sagen, es funktioniert irgendwie nicht richtig. Dieser Aim Assist, diese Bubble, sollte immer hinter dem Charakter, hinter dem Gegner sein. So, dass ihr zum Gegner hin könnt, merkt, dass ihr hinter ihm seid und der Aim Assist snappt ein bisschen weiter rüber und hilft euch ein bisschen beim Aim. Wenn er aber das Gegenteil von dem macht, was ihr mit eurem Controller anstellt, sorgt es nur dafür, dass euer Ergebnis, was ihr eigentlich haben wollt, nicht mehr funktioniert. Das ist das große Problem, was wir in Call of Duty Black Ops Cold War eigentlich seit der Beta haben und jetzt im Full Release noch mehr als vorher. Der Aim Assist hier funktioniert nicht so, wie er soll, sondern arbeitet gegen euch. Das ist die Begründung dafür, dass viele von euch auch das Gefühl haben und ich richtig viel, wenn ich richtig nah an dem Gegner bin, 1, 2, 3 Meter und dann ins Visier gehe, dass mein Aim Assist völlig verrückt spielt. Meistens geht mein Aim dann komplett nach links oder rechts und ich verliere diese Gunfights, wenn die Leute nur aus der Hüfte feuern. Das heißt, mein Tipp aktuell, wenn ihr klar 2, 3 Meter nur vom Gegner entfernt seid, schießt aus der Hüfte. Es ist besser als der Aim Assist. Ihr geht nämlich ins Visier und der Aim Assist sagt, ach warte, ich muss ja vor den Gegner gehen und nicht auf den Gegner oder hinter den Gegner. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich habe das Gefühl, bei den Maps und bei der Mechanik des Spiels, dass Sledgehammer Games hier ein Jahr relativ alleine dran gearbeitet hat. Die Maps fühlen sich für mich nicht an wie ein Treyarch COD. Die Maps fühlen sich an wie Sledgehammer Maps. Genauso habe ich das Gefühl, dass Treyarch sowohl die Maps als auch diese Grundfundamente einfach nur hat übernehmen können, ohne was zu ändern. Und das, was wir jetzt mit dem Aim Assist hier feststellen, hatte man relativ lange in WW2 auch, dass es auch da nicht richtig funktionierte. Ich hoffe, Leute, ich habe euch das verständlich klar machen können. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr die gleichen Probleme festgestellt habt. Mich persönlich nervt es ehrlich gesagt, weil es wirklich dafür sorgt, dass jeder Gunfight unkonstant ist, dass jeder Gunfight sich anfühlt, als würde ich irgendwelche Fehler machen, die ich nicht abstellen kann. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Ich bin raus, haut rein.